Ja, meine erste Frage ist, glaube ich, einfach und kompliziert zugleich. Was ist für Sie ein gutes Libretto? Was muss ein gutes Libretto haben? Guten Abend. Ich sehr einfach möchte meine Geschichte sagen. So, meine erste Oper hat ein Librettist gehabt. Wir haben auch zusammen gewohnt und lange gearbeitet, aber am Ende von dieser Oper, das heißt Amore Psyche, das war eine Kontrotendenz an dieser Zeit, weil es war ein mythologisches Subjekt, aber psychologische die Perspektive. Ich war nicht so froh am Ende, weil ich mache nur ein Beispiel, das hat zu tun mit die Wörter von Klaus Peter. Zum Beispiel für diese Librettisten, die Anweisungen mussten genau repräsentiert sein auf der Bühne. Für mich nicht, weil sie können übersetzt in visuelle Sprache, linguaggio visuale. Visuelle Sprache. Non solo visuale, ma anche simbolico. Okay, also nicht nur visuell, sondern auch symbolisch, Ma was anche drammaturgico. Peter, quando mette in scena come organizzatore, cura le opere come se fossero scritte da lui, o come se fosse la prima volta, anche se fosse opere di repertorio, perché la drammaturgia è diversa. La drammaturgia avviene nel momento in cui qualcosa prende significato sulla scena. Ein guter Dramaturg muss ja immer neu inszenieren, als wäre diese Oper eine völlig neue. Und man muss dieser Oper immer eine neue Bedeutung verleihen und sich überlegen, genau welche szenische Entscheidungen die größte symbolische Bedeutung tragen und vermitteln können. Meine zweite Oper und dritte, so diese zweite und dritte Oper waren zusammen mit einem Regisseur geschrieben. Und sie waren sie haben eine gute Resultat vielleicht. Ergebnis. Ja, ein gutes Ergebnis. Ergebnis. Ich muss das nach diesen Erfahrungen begann ich zu schreiben meine Wörter. Aber was habe ich gemacht? Das war interessant. Die waren nicht es war nicht sichtbar, nicht hörbar, aber die waren literarische Libretti, aber so getrocknet, das waren neue Sachen. So zum Beispiel Lohengrin oder Vanitas. Vanitas ist eine falsche Collage von verschiedenen Texten. Eine Zusammensetzung. Aber sagen wir, dass ich hatte eine Idee von einem Weg, etwas zwischen einem Zyklus von Lieder und ein einziges riesiges Lied. Aber diese Idee hat mir geführt durch diese Assemblage von verschiedenen Texten in verschiedenen Sprachen. So, es gibt Lateinisch am Anfang, Englisch, Italienisch natürlich und Deutsch. Und dann kommt Lohengrin. Lohengrin kommt von einer Novella, wie es dice. Ein kurzes Roman, sagen wir 40 Seiten von einem grande scrittore di fine Ottocento francese, von Ende 19. Jahrhundert. Genau, von einem berühmten französischen Und Schriftsteller. La Forgue. Und
das Libretto ist nur zwei Seiten. So, es ist klar, dass ich habe, vielleicht nicht klar, aber am Anfang habe ich eine Idee von einem Weg. Das heißt, das interessiert mich nicht von Laforgue selbst literarisch, sondern ich habe eine besondere Idee von Laforgue, um diese Sache auf Bühne zu bringen. So, dann beginnen die Libretti ein wenig mehr lange und immer mehr komplexe. Und ich weiß nicht, ob ich bin kein Literat. Ich bin kein Komponist. Ich hoffe, dass meine Stufen können benutzt sein von neuen Librettisten und neuen Komponisten. Aber ich möchte, was ich lese, transformieren. Nein, aber Sie haben jetzt eigentlich den Prozess beschrieben, auch wie Sie mit dem Text umgehen. Das ist eine Art von Austrocknen, von Reduktion, aber auch schon im Hinblick auf das, was die Musik dann was der Text auch für die Musik ermöglichen soll. Nicht? Also dieses Spannungs. Ja. Austrocknen ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, denn das ist vielleicht ein Zusammenziehen auf die Idee. Ja. Die Idee gibt der Musik die Möglichkeit und den Freiraum, sich explosiv oder wie auch immer zu äußern. Das heißt, und das Austrocknen heißt nur reduzieren auf das Wesentliche. Un altro linguaggio. Es ist eine andere Sprache. Sie scheinen gleichen Wörter, aber die sind gesungen. Wir müssen überlegen, weil der Text ist unter die Musik geschrieben. Aber warum ist unter? Was ist ein Grund? Prima le parole, weil die Musik muss dominieren. Das ist klar. Wenn nicht, es ist unnützlich, auf eine lyrische Operbühne zu machen. Ah, se il recitativo. Sì, ma quando era oggi per esempio c'è il parlato che spesso è troppo lungo. Ich würde ja sagen, der Text ermöglicht der Musik zu dominieren. So ungefähr. Beide natürlich, wie Schatten und Licht, Licht und Schatten. Ja, ja. Und ich würde noch gern zu dieser Idee oder zu diesem Inhalt kommen. Ja? Du hast mal einen Vortrag gehalten, da hast du gesagt, dass das Entscheidende auch ist, sozusagen etwas, eine metaphysische Ebene, ohne die kann quasi, existiert gar keine Oper. Ja? Ist das auch so ein Hinbewegen auf so eine Art von Metaphysik, diese Art da des Umgangs mit dem Text? Also so ein etwas, ja, was sozusagen darüber hinausgeht, auch über Sprache? Also ich möchte die Stimme in eine andere Art als die anderen Komponisten brauchen. Das ist wirklich wichtig im Theater, aber es ist wichtig für die Musik. Ich würde nur sagen, also Metaphysik ist vielleicht ein bisschen großkotzig gesagt. Ja, verstehe ich. Aber gerade wie du mit Stimme umgehst, ist das sehr besonders. Das ist eine deiner, für mich, deine Musik kennenlernen, war das eine große Offenbarung, dass man mit Stimme, dass man eine ganz andere Fantasie haben kann für Stimme, dass man was anderes ausdrückt. Auch in der Fragmentierung lässt es ja wieder frei. Ich höre und mein eigenes Inneres wird angeregt und macht auch eine eigene Musik draus. Geht es nicht dann auch sehr stark um so Leerstellen, um Stille und dass man in der Stille dann auch etwas mithört? Aber für mich Stille ist nicht die Stille. Stille für mich ist, was unsere Wahrnehmung im zweiten Plan stellt. Das ist Stille. So, wir können sprechen, auch wenn große Lärme gehen herum.
Aber wir verstehen uns, weil wir setzen in einen anderen Plan diese große Lärme, die sind manchmal auch starke, ja, Figura e for, es for, es fondo, es war in Gestalt, Psychologie. Ja. Aber dennoch spielt die wirkliche physische Stille bei dir eine große Rolle. Sagen wir, dass Stille für mich ist die Orchester. D'accordo. No. Ich weiß nicht.